vielen Dank für die tolle Einleitung. Es ist immer so toll, über sein Leben was zu hören. Ob das alles so gewesen ist, ist aber nicht so ganz klar. Aber es war natürlich ein ganz spannendes Leben. Und jetzt bin ich zurück in Deutschland, in einer Zeit, wo ich glaube, dass wir noch nie so gefährlich gelebt haben. Und ich kann das von 34 Jahren, die ich dabei gewesen bin, sagen. Ich glaube, wir sind heute in einer Situation, die wesentlich gefährlicher ist als alles, was wir während des Kalten Krieges gehabt haben. Und dazu will ich einiges sagen. Es ist, glaube ich, und ich werde dieses Thema aufnehmen des Wahnsinns. Denn ich glaube, es gibt gar keine andere Art und Weise, das zu beschreiben, was wir im Moment in der Politik erleben. Ist der Wahnsinn der politischen Unverantwortlichkeit, der Wahnsinn zu glauben, dass Kriege Frieden machen würden, dass man nur militärisch durch einen Sieg Frieden schaffen könnte. Das ist ein Wahnsinn, der von der regierenden politischen Elite in der Opposition, auch in der Regierung, uns immer wieder erklärt wird. Aber so läuft das nicht. Und ich habe sehr viele Kriege gesehen. Meine ganze Arbeit hatte ja etwas zu tun mit Kriegen in der Welt. Letztlich werden die alle durch Verhandlungen beendet. Und warum es so gefährlich ist, habe ich dieses Wort Wahnsinn als Thema genommen und möchte jetzt mal vorlesen, was ich damit meine. Der Wahnsinn der politischen Unverantwortlichkeit in Zeiten größter Gefahr. Das ist eben auch der Wahnsinn deutscher Generäle, die über die Möglichkeit des Einsatzes von Taurus-Raketen nachdenken und darüber, und das ist noch fast das Schlimmste, wie eine deutsche Verantwortung dabei verschleiert werden könnte. Es ist der Einsatz solcher Waffen, die ohne jede Vorwarnung in der Lage sind, den Kreml zu zerstören und so zu einer nuklearen Gegenreaktion führen könnte. Das scheint diesen Generälen völlig entgangen zu sein. Es ist der Wahnsinn eines französischen Präsidenten, der über die Entscheidung über eine Entscheidung der NATO-Truppen in den Ukraine-Krieg zu schicken nachdenkt, und seines Generalstabschefs, der mit einem Vorschlag zur Mobilisierung von 60.000 NATO-Soldaten uns alle in einen gesamteuropäischen Krieg bringen würde. Es ist der Wahnsinn, eine Bundestagsdebatte zum zweiten Jahrestag des Ukraine-Krieges, an dem die Anträge der Ampelkoalition sowie die der CDU-CSU sich heute, 2 Jahre später, immer noch so lesen wie eine Kriegserklärung und keinen Hauch, auch nur keinen Hauch, an der Bereitschaft zeigen, durch Verhandlungen eine friedliche Lösung zu finden. Es ist der Wahnsinn von Kriegsbefürwortern, die immer noch davon reden, Russland müsste zuerst besiegt werden und dabei in Kauf nehmen, dass die gesamte Ukraine zerstört wird. Es ist der Wahnsinn von grünen Politikern, die uns weismachen wollen, dass sogar wenn wir uns an diesem Krieg mehr beteiligen, dass es nicht zu einem Nuklearkrieg führen würde. Es ist der Wahnsinn der Präsidenten der EU-Kommission, die zum zweiten Jahrestag des Krieges nach Kiew reiste, Schulter an Schulter mit der italienischen Ministerpräsidentin, deren Wurzeln in der faschistischen Vergangenheit Italiens liegt, und trotzdem behauptet, wir würden dort europäische Werte verteidigen. Es ist der Wahnsinn der Europäischen Union, des einstigen Friedensprojektes in Europa, nun dazu übergegangen zu sein, Milliarden für die Rüstungsindustrie auszugeben, um diese zu subventionieren. Es ist der Wahnsinn unserer verantwortlichen Politiker, die in ihren eigenen Kriegsrhetorik so besessen sind und aus ihren warmen Stuben heraus, die nie Kriege gesehen haben, die Ukrainer in ihren Schützenlöchern dazu aufrufen, weiter zu kämpfen und für uns zu sterben und für uns zu leiden. Es ist der Wahnsinn, dass wir Europäer, 2 Jahre nach dem Beginn des gefährlichsten und furchtbarsten Krieges auf europäischem Boden bisher nichts zustande gebracht haben, um diesen Krieg auch nur durch Verhandlungen zu beenden. Aber dieser Wahnsinn geht heute noch weit über den Ukraine-Krieg hinaus. Denn es dominiert heute der weltweite Wahnsinn zu glauben, dass Konflikte nur noch durch die Anwendung militärischer Gewalt gelöst werden können und nicht mehr durch Diplomatie. Es ist der Wahnsinn, dass unsere Außenminister immer mehr wie Kriegstreiber klingen und nicht wie Chefdiplomaten unserer Länder, deren Aufgabe es sein sollte,
Kriege zu verhindern und dort, wo sie entstehen, schnellstmöglich nach friedlichen Lösungen zu suchen. Es ist ein Wahnsinn, dass wir damit in Kauf nehmen, dass heute weltweit die meisten und intensivsten Kriege seit dem Ende des Kalten Krieges gibt. Und in den meisten dieser Kriege sind wir durch militärische Interventionen involviert. Es ist der Wahnsinn, dass wir unsere Sicherheit nur noch mit immer höheren Rüstungsausgaben zu finden glauben. Und dass wir durch weniger Klimaschutz, dadurch weniger Klimaschutz, weniger soziale Gerechtigkeit, aber immer mehr Hunger, mehr Armut, mehr Flüchtlinge, mehr Migranten und mehr, ja sehr viel mehr Menschen opfern, das Ganze erkaufen. Es ist der Wahnsinn zu glauben, durch immer größere Waffenexporte Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der Welt zu lösen. Kein einziger der 251 amerikanisch geführten Interventionen in den letzten 30 Jahren hat eine Demokratie oder Rechtsstaatlichkeit erzeugt. Was es erzeugt hat, ist Chaos, Anarchie und Staatenlosigkeit. Es ist der Wahnsinn der rasanten Entwicklung zu immer stärkeren und technologisch hochkomplexen Waffensystemen. Waffensysteme, die wir nicht einmal während des Kalten Krieges kannten und die unsere Welt und alles Leben auf der Erde in wenigen Minuten gleich mehrmals völlig zerstören könnte. Es ist ein Wahnsinn, dass wir in einer Zeit solcher stärkeren Waffensysteme alle Verträge, auch wirklich alle Verträge zur Rüstungsbeschränkung und Verträge zur gegenseitigen Überwachung dieser Verträge gekündigt haben, die wir noch während des Kalten Krieges und der Zeit unmittelbar danach abgeschlossen hatten, um die Welt einst sicherer zu machen. Sie gibt es heute nicht mehr. Es ist der Wahnsinn, dass wir für eine immer perversere Rüstungsindustrie in der Welt geschaffen haben und sie frei von allen moralischen, menschlichen Beschränkungen sind gemacht haben und sie noch weiterhin subventionieren. Es ist der Wahnsinn des Ausbaus aller vertrauensbildenden Maßnahmen, die einst darauf abzielten, sich gegenseitig zu versichern, dass es keine Überraschungsangriffe geben würde. Es ist der Wahnsinn, dass unsere heutige Waffentechnik genau das Gegenteil tut und dass sie darauf auszielt, den Gegner zu überraschen und ihnen immer weniger Zeit zu geben, darauf zu reagieren. Und das immer kürzere Zeitfenster auf Angriffe zu reagieren, führt zu ultimativen Wahnsinn. Eine Entwicklung, in der es zunehmend einer künstlichen Intelligenz überlassen wird, über Krieg und Frieden zu entscheiden. Das Überleben unserer Erde, und wir sind sehr nah daran, das Überleben der Menschheit könnte so von einer künstlichen Intelligenz entschieden werden. Amerikaner zurück auf die Übersee. Ja, naja, die haben auch die Intelligenz, diese Artikel. Die Europa. Was können wir nun tun? Wir sind natürlich hier viele Menschen und ich freue mich darüber, aber wir werden nicht mehr in der Lage sein, die großen Friedensdemonstrationen von 2003 in Zeiten des Ukraine-Kriegs zu organisieren. Das, glaube ich, ist heute nicht mehr möglich. Und das ist traurig, denn heute ist die Situation um Vielfaches gefährlicher, als es das 2003 war. Trotzdem gibt es Hoffnung. Denn wir wissen von den Umfragen, dass heute ein Umschwung in der öffentlichen Meinung in ganz Europa, auch in Deutschland stattfindet, in der eine immer größere Mehrheit sich gegen Waffenlieferungen, gegen die Verlängerung des Krieges und für Verhandlungen aussprechen. Nur das Problem, das wir haben werden, ist dieser Umschwung der öffentlichen Meinung in eine politische Kraft umzumünzen. Und die einzige Möglichkeit, die wir heute haben, sind meiner Ansicht nach die Europawahlen. Wir müssen die Europawahlen umfunktionieren in eine Richtungswahl für ein Europa, für alle europäischen Länder, dass wir wieder für Frieden in Europa sind, dass wir eine stärkere Kraft dazu bündeln, in dieses Parlament hineinbekommen. Und wir haben in Deutschland, ich werde keine Partei hier nennen, aber wir haben in Deutschland die Chance, dass wir jetzt politische Kräfte haben, die man wählen kann, die für Frieden sind, ohne dabei gleichzeitig rassistische oder nationalistische Ziele mit einbeziehen zu müssen. Es gibt heute die Möglichkeit für Frieden, ohne dem Ganzen zu wählen. Einfach für Frieden. Und das sollten wir doch machen. Deswegen rufe ich euch alle auf, am 9. Juni für Frieden, für die Vernunft zu friedlichen Lösungen und für soziale Gerechtigkeit zu wählen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank.